Das war eine böse Überraschung. In Rüthen-Menzel, in dem alten Pfarrheim, hat die Heizung schlapp gemacht. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Offenbar ist Öl ausgelaufen und ins Erdreich gelangt. Das ist unser erstes Thema heute in der Lokalzeit Südwestfalen. Schön, dass Sie mit uns ins Wochenende und in die Herbstferien starten. Ja, da dürfte etliches versickert sein und deshalb mussten die Verantwortlichen jetzt auch handeln. Also der Teufel kann auch durchaus eine Ölheizung sein. In circa 14 Tagen werden die Ergebnisse vorliegen und dann wird klar sein, wie groß die Umweltschäden tatsächlich sind. So, und jetzt ganz schnell nochmal durchwischen, denn die Hessen sind fertig. Die haben ihre Herbstferien heute beendet und für uns in Nordrhein-Westfalen geht es jetzt erstmal richtig los. Für viele Hotels und Urlaubsunterkünfte heißt das Bettenwechsel, also Stress pur. Und das Familienhotel Ebbinghof in Schmallenberg weiß, wie das ist und da muss jeder Handgriff sitzen. Trinkwasser in einer super Qualität und das auch noch günstig. Das gibt es vor allem von den vielen kleinen Wasserbeschaffungsverbänden, die sich in Südwestfalen gegründet haben und die sich teilweise schon seit Hunderten von Jahren ehrenamtlich um die Wasserversorgung in kleineren Ortschaften kümmern. Im Kreis Olpe und im Hochsauerlandkreis beispielsweise, da läuft das in ganz vielen Dörfern so. Aber es gibt auch immer größere Hürden, weil die Auflagen immer strenger werden. Deshalb treffen sich heute Abend die Verbände im Raum Olpe, unter anderem auch der Wasserverband Olpe-Rehringhausen. Ja, und auch im Eishockey ist das so, wenn die Erfolge ausbleiben, dann muss auch mal der Trainer gehen, so wie bei den Iserlohn Roosters vergangene Woche. Und prompt gab es 2 Siege in Folge. Dann kam der neue Trainer, Rob Daum. Gestern hatte er seine Premiere und mit einem Sieg nach Penaltyschießen über Bremerhaven konnte er dann auch einen gelungenen Einstand feiern. Das Dortmunder Landgericht hat heute einen Anhänger des Islamischen Staates zu 3 Jahren Haft verurteilt. Der Mann wohnt in Lippstadt und war dort auch gefasst worden. Ja, das war jetzt nicht vom Gericht, sondern das war die Situation des Nettuner Eissportvereins. Hier geht es jetzt erstmal weiter mit dem Siegener Gewerbegebiet Martinshardt. Dort entsteht gerade ein ganz neues Technologiezentrum. Die Bauarbeiten für The Summit laufen auf Hochtouren. Der Gladbecker Geiselnehmer Dieter Degowski kann in den nächsten Monaten aus der JVA Werl freikommen. Die Essener Staatsanwaltschaft will nicht gegen den Beschluss des Arnsberger Landgerichts vorgehen. Damit wird die Entscheidung rechtskräftig. Degowski hatte 1988 mit seinem Komplizen Hans-Jürgen Rösner nach einem Bankraub in Gladbeck Geiseln genommen. 3 Menschen starben. Und nun zu einem Thema, das jeder kennen wird, der Kinder hat. Denn wer Kinder hat, der wird sich an die Situation erinnern, wenn das Neugeborene zum ersten Mal durchgeschlafen hat. Meistens voller Sorge werden die Eltern wach und gucken erstmal, ob auch noch alles in Ordnung ist. Meistens ist es das dann auch. Aber manchmal leider auch nicht. Der plötzliche Kindstod heißt so, weil immer noch nicht geklärt ist, warum Neugeborene plötzlich nicht mehr wach werden. Es gibt Empfehlungen, wie die Babys schlafen sollen, damit das Risiko geringer wird. Fakt ist aber, werdende Mütter sind oft verunsichert und machen sich alle so ihre Gedanken. Ja, ich glaube, die grundsätzliche Sorge um Kinder können wir hier keinem nehmen. Aber ich freue mich, dass Markus Linke bei uns ist von der Kinderklinik. Was ist denn diese Checkliste? Was kann man beachten beim Schlaf des Neugeborenen? Im 6. Lebensmonat nimmt die Wahrscheinlichkeit sehr stark ab. Und das ist die Zeit, wo die Kinder dann sich selber umdrehen können nachts. Mhm. Und im Zimmer schlafen und da in einem Beistellbettchen am liebsten. Mhm. Da gibt es schöne Modelle heutzutage. Mhm. Jetzt haben Sie gerade schon den Punkt angesprochen, Thema Rauchen. Klar, dass in den Räumen, es ist jetzt eigentlich selbstverständlich, dass man in den Räumen, wo das Kind sich aufhält, nicht raucht. Okay, was ist während allem? Es gibt ja auch von der Industrie oder auch von den Herstellern ganz viele Dinge, die angeblich technisch dafür sorgen sollen, dass es gar nicht erst dazu kommt. Stichwort Matratzen, die irgendwie piepen, wenn das Baby nicht mehr atmet. Was halten Sie davon? Ich bin mir. Ja. Vielen herzlichen Dank, Herr Linke. Wir konnten jetzt die Sorgen, glaube ich, nicht ganz nehmen, aber zumindest ja, die Risiken mindern, indem wir einfach mehr wissen. Dankeschön. Bitteschön. Und hier geht es weiter mit unseren Tipps und Terminen. Ja, und wir haben es eben schon gesehen, das Siegerland ist durchaus musikalisch. Das ist auch einer, Jörn Heller, der kommt auch aus Siegen. Der hat auch ein Faible für Musik und alte Musikinstrumente. Und er spielt auch sämtliche Instrumente. Egal ob Gitarre oder Blasinstrument, der kriegt überall einen Ton raus. Mehr als das. Ja, und irgendwann kam ihm die Idee, diese Töne, die er produziert, auch mal aufzunehmen. Als Ein-Mann-Band sozusagen, eine ziemlich große Herausforderung. Rausgekommen ist trotzdem eine ganz außergewöhnliche CD.
Ja, kann sich auf jeden Fall hören lassen. Und das hier, finde ich, kann sich sehen lassen. Das ist nämlich kein Tintenfisch, der sich in Attendorn verirrt hat, sondern ein Tintenfischpilz. Und Werner Ulbrich hat ihn für uns entdeckt und fotografiert. Vielen Dank für das Foto und damit entdecken wir jetzt die Wetterau. 11 Grad und auch der Dienstag, wenig Änderung. Machen Sie es trotzdem ganz gut in den Ferien. Morgen ist die Lokalzeit am Samstag mit Marc Schulte da und wir sehen uns auch bald wieder. Tschüss, bis dann.